Wir sehen das erste Mal seit gefühlt 735 Jahren mal wieder deutlich rote Vorzeichen bei den US-Futures. Dementsprechend dürften auch die europäischen Märkte schwächer öffnen. Und das liegt vor allem an zwei Dingen, nämlich an dem Ölschock und den EU-Zöllen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in der neuen Woche zu dem, was heute zu erwarten ist. Wir haben es alle mitgekriegt. Das Hauptereignis wohl vom Wochenende, dieser Angriff vermutlich von den Houthi-Rebellen aus dem Jemen auf zwei Raffinerien in Saudi-Arabien, nicht nur zwei Raffinerien, sondern die entscheidenden Raffinerien, womit maßgebliches Öl nicht mehr raffiniert werden kann. Dadurch massive Verluste natürlich für die Saudis. Wir sehen, wie stark hier diese Einschläge gewesen sind. Das bringt natürlich neue geopolitische Spannungen mit sich. Man fragt sich, naja, wie können denn Houthi-Rebellen aus einem Land wie Jemen, das doch technologisch weitgehend rückständig ist, wie können die mit Drohnen möglicherweise oder mit Cruise Missiles, wie es jetzt heißt, wie können die solche Raffinerien angreifen mit dieser Technologie, ist ja schwer vorstellbar. Also müssen sie die irgendwoher haben. Und dann ist die Frage, woher haben sie die? Haben sie die vom Iran? Haben sie die von den Chinesen? Auch vielleicht ein Gedanke. Haben die Amerikaner selbst ein bisschen was zur Verfügung gestellt? Keine Ahnung. Jedenfalls ist es so, dass natürlich jetzt die Dinge sich hier verschärfen werden. Bisher noch keine wirkliche Reaktion der Saudis. Die Iraner haben gesagt, ist doch völlig schwachsinnig, dieser Vorwurf. Und wir sind bereit für einen Krieg, denn wir haben doch im Jemen zuletzt gesehen, dass die Waffenüberlegenheit, die die Saudis ja haben, nicht dazu führt, dass man einen Krieg einfach gewinnt. Das ist richtig. Donald jedenfalls hat sich schon geäußert und hat gesagt, ja, wir warten mal ab geladener Pistole, wie er hier sagt, wer jetzt der Täter war, bis wir wissen, wer der Täter war. Das ist sozusagen die Message. Wir sind bereit, dass die Dinge hier wirklich eine andere Ebene erreichen. Auf der anderen Seite sagt er dann, wir sind auch bereit, unsere Ölreserven freizugeben. Es gibt genug Öl, sagt er da. Donald Trump hat ja ein Ziel und das ist eben den Benzinpreis in den USA nach unten zu kriegen, damit die Lebenshaltungskosten der Amerikaner nicht steigen und man sich sagt, oh, Leben wird teurer. Das haben wir uns unter Trump anders vorgestellt. Da haben wir gedacht, blühende Wirtschaft und alles wird gut. Jetzt stellen wir fest, dem ist nicht so. Schauen wir uns mal diese Ölreserven der Amerikaner an. Da sind sie. Das letzte Mal, als diese Ölreserven angezapft wurden, das war im Jahr 2008, da gab es Schwierigkeiten mit Marathon Oil. Da gab es nach dem Hurricane oder nach einem Hurricane schwere Verwüstungen und da hat man eben ein bisschen was freigegeben. Wir sehen, dass diese Ölreserven tendenziell rückläufig sind in den USA, aber es würde erstmal ausreichen, um jetzt hier einige Zeit natürlich überbrücken zu können. Etwa 6% der Weltproduktion sind betroffen, die derzeit nicht produziert werden können, aber gut die Hälfte der Produktion der Saudis, hier sehen wir, die ist nämlich runtergekommen von gut 11 Millionen Barrel auf jetzt unter 10 Millionen Barrel und 5,7 Millionen Barrel sind wohl davon betroffen. Das ist für die Saudis schon ein schwerer Schlag und Mohammed bin Salman, der Kronprinz, der de facto Herrscher, der ja ohnehin sehr impulsiv ist, der wird natürlich schäumen und da ist jederzeit was drin. Donald Trump hat es schon angedeutet mit geladener Pistole warten wir hier auf das, was da kommt. Das ist natürlich etwas, was die Ölpreise nach oben gebracht hat. Gar keine Frage. Das ist etwas, was die Dinge jetzt ein bisschen schwieriger macht, dann auch für die Notenbanken. Wie sollen sie reagieren, wenn wir zum Beispiel jetzt einen Ölpreis hätten, der bei Brent zumindest, nicht bei Crude, aber bei Brent wieder über der 100-Dollar-Marke wäre. Das ist natürlich ein Riesenthema. Das zweite Thema ist das hier, wie Politico berichtet. Am Freitag gab es ein Urteil gegen die EU in Sachen Airbus, respektive die EU hat diesen Prozess verloren. Die Welthandelsorganisation, WTO, World Trade Organization, hat den Amerikanern Recht gegeben und das gibt nun den Amerikanern wiederum das Recht, legalerweise Zölle gegen die EU zu erheben im Volumen von, sagen wir mal, bis zu 10 Milliarden Dollar. Ist jetzt nicht so der Riesen. Brei sozusagen an Zöllen, aber es ist eben ein Anfang in eine weitere Eskalationsspirale. Die EU hat sich ja jetzt neu aufgestellt, von der Leyen hat ja ihr Team hier gebildet mit Vestager als Wettbewerbskommissarin, die bekanntermaßen die US-Konzerne auf dem Kicker hat und dann einem Iren, der für Landwirtschaft zuständig ist, der als sehr harter Verhandler, als harter Hund gilt, also da ist die Konfrontation vorprogrammiert.
Jetzt kann eben Donald Trump die Zölle erheben. Das wird noch ein bisschen dauern. Das wird nicht heute passieren oder auch in dieser Woche nicht. Aber der Weg ist nun geebnet und auch das hat die US-Futures heute Nacht belastet und hier die Risikobereitschaft etwas gedämmt. In dieser Woche haben wir ja die Fed-Sitzung. Darauf starren natürlich alle, gar keine Frage. Aber wir haben eben auch die Situation, dass die Inflation deutlich nach oben gegangen ist in den USA. Zero Inflation, sagt immer Donald Trump, ist nicht wahr. Wir haben hier eben gesehen, dass die Inflation sehr wohl nach oben geht. Hier sehen wir, dass die Kerninflation bei 3,5%. Damit sind wir so hoch wie seit dem Jahr 2006 nicht mehr. Also da ist für die Fed durchaus ein Problemchen jetzt gegeben. 0,5er Zinssenkungsschritt praktisch ausgeschlossen. 0,25 werden sie wahrscheinlich trotzdem machen. Wir hatten ja diese starken Bewegungen an den Anleihenmärkten gesehen mit deutlich steigenden Renditen. Wir hatten diesen Wechsel gesehen zwischen Momentum-Aktien und Value-Aktien. Ich hatte das hier gezeigt oder hat er schon öfter gezeigt. Hier sehen wir Momentum-Bums nach unten. Hier sehen wir Value-Bums nach oben. Das sind schon heftige Bewegungen unter der Oberfläche. Schauen wir uns jetzt die Charts an hier von Capital.com. Hier sehen wir WTI Crude Oil. Da sehen wir, wie die Kurse von unter 55 Dollar auf über 61 mit der Öffnung im asiatischen Handel gesprungen ist. Jetzt kommt man wieder etwas runter, ist unterhalb der 60er-Marke, aber es ist dennoch ein Sprung. Und wenn die Geschichte weiter eskaliert, dann wird das natürlich hier weiter den Preis treiben mit inflationären Folgewirkungen. Wir sehen, dass Gold sich zunächst mal auch stärker halten konnte, mit einem Aufwärtsgap eröffnet hat, über 1510, jetzt aber auch wieder ein bisschen zurückkommt, 1502. Was macht es? Euro 1,1070. Hier wird man sehen, was die Auswirkungen sind auf den Devisenmarkt. Wir sehen, dass der Dow Jones hier bei 27.100 Punkten sich hält, mit einem Abwärtsgap gestartet ist. Hält sich noch alles in Grenzen. Schauen wir uns mal den S&P 500 an, der aktuell bei 2.988 handelt, deutlich unter den Zonen, die wir bisher nicht überwinden konnten, bei 3.020,25. Und wir schauen uns dann den DAX noch an, der aktuell bei 12.375 getaxt wird. Aber das könnte jetzt eine durchaus wilde Veranstaltung werden am heutigen Montag. Heute nur der New York Fed Empire State Index 14.30. Nicht wahnsinnig viel, aber ist natürlich auch ein wichtiges Konjunkturdatum, was ich fast vergessen habe, was so ein bisschen auch auf die Stimmung drückt. Das ist die Industrieproduktion in China, 4,4% zum Vorjahresmonat, deutlich schlechter als erwartet, da war 5,2 erwartet. Wir sehen hier mit diesem Ausreißer ansonsten eine abnehmende Tendenz und wir sehen auch die Retail Sales, die Einzelhandelsumsätze, 7,5% war auch besser erwartet worden, auch hier eine abnehmende Tendenz, mit Ausnahme dieses Junis, der irgendwie außerhalb der Reihe war, weil da die Chinesen nochmal richtig Stimulus reingehauen haben. Also, das soll es erstmal gewesen sein, so muss es heißen. Morgenstund hat nicht immer Gold im Mund. Ich wünsche jetzt das Allerbeste und sage Servus und Ciao.